ein bisschen Entertainer geworden, oder? Man muss ja auch für alle da sein, nicht nur auf der Brücke. Inzwischen ist gut. Ja. Also, ich sage immer, den normalen oder den richtigen Seemann findet man nicht auf dem Kreuzfahrtschiff. Weil ein Seemann, der gut drauf ist, sagt Moin und ein Quatschkopf sagt vielleicht Moin Moin und das reicht dann nicht mal. Also der Beruf hat vor allen Dingen ziemlich viel mit Reden zu tun und am Ende Menschen mitzunehmen. In welcher Form auch immer, das passiert auf der Bühne, in der Europa-Lounge bei uns, aber es passiert natürlich auch an ganz vielen anderen Stellen an Bord, möglicherweise auch auf Landgängen. Früher haben Sie langweiligerweise Tanker spazieren gefahren, jetzt haben Sie ja ein bisschen so den netteren Job gewählt, der ein bisschen auch mehr mit Menschen zu tun hat, waren auf einem Expeditionsschiff und haben dann die Einflüsse mitgenommen, jetzt auf die großen Kreuzfahrtschiffe? Ja, kurz zur ersten Frage, der Vorteil vom Tanker ist, da kennt ihr den Flammen- und Explosionspunkt auf dem Kreuzfahrtschiff.